Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Control. Ja, wir gehen jetzt ins parapsychologische Ding rein. Irgendwie. So. Oder wir lassen es. Sie ist in Gefahr. Ich muss zu ihr. Hier sieht es irgendwie aus wie... Hier sieht es irgendwie aus wie in dieser Ebene da, wo wir vom Rad immer hingeholt werden. Um zu testen. Das war gerade sehr dumm. Ich wollte eigentlich zu den Sniper hin, aber da waren dann zu viele. So, Aufzug. Ich dachte jetzt schon, dass hier wieder die Leute auftauchen werden. Aber zum Glück. Hui, hui. Da geht's ja. Nee, wahrscheinlich nicht. Gut. Dann wollen wir mal auf ein neues. So, und dieses Mal auch. Jetzt ist es, glaube ich, besser. Bein hat mich echt geschockt. Gut. Was geht denn da ab?
Versuchsobjekte hoch 2000 oder was? Oh, ein Stenzel. Schön. Lecker. Oh, der hat Angst. Süß. Oh, F. Nix verfügbar. Details. Transkript eines Anrufs an die kalifornische... an den kalifornischen Notruf. Notrufmitarbeiter 911. Bitte sagen Sie mir, was passiert ist. Stimme. Hallo? Hallo? Ich bin hier. Können Sie mich hören? Die. Ja, ich kann Sie hören, Ma'am. Wo sind Sie? Stimme. Ich bin in der Leitung. Ich habe mich verirrt. Ma'am, haben Sie heute Abend Alkohol zu sich genommen? Stimme. Ich habe das Gefühl, dass ich durch die Leitung gezogen werde. Zu Ihnen. Bitte legen Sie nicht auf. Wenn Sie auflegen, bin ich vielleicht weg. Was soll... also die... was soll... was meinen Sie mit weg, Ma'am? Weg, fort, raus. Okay. Und können Sie Ihre Umgebung beschreiben? Unbekanntes Geräusch. Ma'am? Hallo, Ma'am? Anmerkung. Der Notrufmitarbeiter versuchte, die Nummer zurückzurufen, doch der Anschluss existierte nicht mehr. Uiuiui. Ja, nice. Ah. Kontrollpunkt. Die Astralebene. Wie bei einem Eisberg ist nur der kleinste Teil davon sichtbar. Dennoch ist dieser Ort lebenswichtig für die Arbeit der Behörde. Die meisten Informationen über die Astralebene sind geheim, doch eine Übersicht ist möglich. Stets im Bewusstsein, dies sind enorm komplexe Systeme. Und Simplifizierung wird sie uns nicht näher bringen. Nun, der weiße Nichtraum. Kopfstehend, die schwarze Pyramide. Der Rat, alles eins. Eng gebunden ans älteste Haus, an seinen Direktor. Den Prozess seiner Ernennung und an alle Objekte der Macht und den, der sie kontrolliert. Ja. Schön. So. Astralwerkstatt. Stich herstellen. Stich ist präzise und feuert einen geladenen Schuss, der Rüstung und Gegner auf jede Entfernung durchstößt. Wow. Oder ein Dreh. Dreh bietet ein großzügiges Magazin sowie eine hohe Feuerrate und wird am besten in kurzen und kontrollierenden Schüben benutzt. 24.000. Ich glaube, warte erstmal. Hier brauchen wir wirklich nur noch ein Astraloton und ein aufschlussreiches Muster. Und hier Quelle brauchen wir nur 15.000 und hier 24. Also ich glaube, ich will dieses... klingt ziemlich, finde ich, nach einem Sniper. Und Rüstungsdurchdringen ist schon echt geil. Dann. Anfangs dachten wir, die Welt der Astralebene wäre subjektiv. Aber das stellte sich rasch als falsch heraus. Es ist ein realer Ort, kein Gedankenkonstrukt, obwohl wir sie in unserem Geist betreten und erleben. Aber dasselbe könnte man über die Realität auch sagen. Wir konnten Aufzeichnungen von der Astralebene machen, indem wir die Gehirnaktivität jener aufzeichneten, die sie erlebten. Das ist das einzig Greifbare, das wir von den Expeditionen in die Astralebene zurückgebracht haben. Mit einer schockierenden Ausnahme.
In den Aufnahmen der Astralebene sind wir immer nahe der Pyramide. Daraus schließen wir, dass nur dieser Bereich vom Rad kontrolliert wird. In der Distanz konnten wir Bewegungen, einheimische Rassen sehen. Und doch haben sie Kontakt geschlossen. Wegen technischer Probleme haben wir keine Aufnahmen. Doch bei der Rückkehr eines Astralnauten hatte sich eine Gehirnwolke in seinem Kopf versteckt. Sie brach heraus und tötete den Patienten. Es ist ein gnadenloses Raubtier. Er verfolgt Gedanken, Gehirne und tötet jeden, an dem es sich nähert. Bei Kontakt müssen strenge Isolationsprotokolle eingehalten werden. Okay. Cool. Das sieht irgendwie aus wie so ein Greifarm, so ein. Wie von einer Spinne. Alter, ist das geil! Okay, also das funktioniert. Nice. Aber jetzt habe ich es kaputt gemacht. Verdammt. Prozedere um bewährte Praktiken, Ausstellung über die Astralebene. Die Ausstellung über die Astralebene sollte Astralnauten, ursprünglich als Trainingsbereich dienen. Dort sollten sie sich an die Umgebung der Astralebene gewöhnen, bevor sie in die echte eintauchen. Die Ausstellung hätte besser werden können, aber war zu knausig mit dem Budget. Als wir allerdings entdeckten, funktionierten wir den Bereich um. Ähnlich wie Zoos hoffen, durch vertraute Umgebungen das Wohlbefinden ihrer Tiere zu beeinflussen, hoffen wir, das Verhalten von in einer Umgebung beobachten zu können, die seiner Heimatdimension gleichen. Bisher hat er alles zerstört, was wir in seine Nähe gelassen haben. Aber Rom wurde auch nicht an einen Tag gebaut. Zusatzbemerkung: Für das als Astralstachel bekannte Astralwesen wurde neue Nomenklaturen etabliert. Überholte Termini in diesem Bereich wurden editiert. Na schön. Achso, Entschuldigung, da kommen wir her. Gar nicht glauben, dass sie dieses Ding hier halten. Ja. Das war ja das, was wir in der Ebene aus. Also das konnten wir ja nicht. Besiegen. Das Geile ist, wieso stehen die Dinger noch, wenn das da die ganze Zeit alles zerstört? So, jetzt müssen wir das wahrscheinlich. Oh. Ich mach mal hier wieder zu. Ja, ganz schnell. Oh Gott. Was ist das?
könnte es hier einsperren. Scheiße, nein, das hat nicht geklappt. Nein. Shoot. Oh Mann, so knapp. Aber soll ich das machen? Soll ich das machen? Ich glaube schon. Ich soll das wirklich machen. Wieso ist das jetzt da draußen? Oh Gott. Hä? Ah, da gibt's noch einen Knopf. Vielleicht bedeutet das was. Ah, sieh mal eine an. Mit denen kann ich das also klein machen. Da gibt es noch eins. Aha. Also ich habe ja nur A gesagt, ich weiß nicht, was ich hier machen soll. Warte, diese Flackern. Nee, das so. Ah, Entschuldigung. Der Gedanke von mir ja, gar nicht so verkehrt. Der ist zu schnell wieder draußen. Da. Ich weiß glaube ich, wie ich es mache. Ah, okay, hier ist offen.
Und zwar locke ich ihn da rein. Entschuldigung. Jetzt nein. Ich locke ihn hier rein. Weil das da kann ich ja auch zumachen. Kommt der hier rein? Eigentlich schon. Eigentlich. Sieht wohl nicht so aus. Dann lasse ich hier einfach mal offen. Der geht dann, der geht wieder zurück. Ach Gott. Oh Mann. Was hat die Behörde mit dem Ding gemacht? Oh Mann. Ich dachte, ich muss die ganze Zeit dahin laufen. Ach Gott. Aber ja, gute Frage. Was hat die blöde Behörde mit dem gemacht? Oder was heißt der blöde? Antwortet doch, verdammt, wir brauchen hier unten Verstärkung. Ja, ich komme. Marshall, sind Sie noch da? Shit. Wir sind so nah dran. Müssen uns beeilen. Jawohl. Was zum Henker? Zwischverbünde heilen andere Gegner, zerstören sie, um die Kämpfe einfacher zu machen. Ach geil! Wie geil das aussieht! Wie cool das aussieht. Oder auch so. Ich hab das nicht. Saß einfach auf dem Stuhl und schwebte dann. Wow. Willst du mir etwas sagen? Entschuldigung. Thank you.
Gut. Uiuiui. Geschäftsleiter. Wichtige Ziele. Will jemand eine neue Bank? Mülleimer. Oh, was ist das denn für ein Riese? Akten, Schrankkoffer. Die nächste Bank. So, weißt du, was dich jetzt zerstören wird? Ein alter Bildschirm. ich hätte irgendwie so einen Stuhl nehmen sollen. Erhöhter Durchdringungszoom. Gut. Ah, genau. Wir machen jetzt erstmal das hier. Und dann beenden wir die Folge. Und dann lesen wir das nächste Mal. Das Ding, was da hinten steht. Falls mich jemand hört, wir stießen auf starken Widerstand. Wir haben uns zur Glücksabteilung zurückgezogen. Alle Agenten dort sammeln. Glücksabteilung. Gut, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Bye.